Hallo liebe Leute, es gibt jetzt mal was ganz Neues. Ich bin ja ewig nicht mehr YouTube aktiv gewesen, wie es mal war so. Wir haben mal gesehen, Carporn, Nordschleife, bla 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 bla. Und zwar haben wir uns ein neues Auto gegönnt, vor eineinhalb Monaten. Und zwar ein Vectra OPC. Ich glaube, der Grund der Geschichte ist erstmal die, weshalb ich ihn gekauft habe. Eigentlich bin ich ja, die mich kennen, Calibra-Fahrer, Coupé-Fahrer, Manta habe ich auch gehabt. Das Problem war immer beim Calibra, man kriegt nicht so viel da rein, Wohnwagen damit ziehen war auch scheiße, habe ich ja beim Calibra eine Anhängerkupplung dran gehabt, das wollte ich beim anderen dann wiederum nicht. Und so weiter. Deswegen war das so ein Kombi, wäre glaube ich das Idealste. Da haben wir uns den gegönnt. Also eigentlich war es ein Hicker, weil genau diesen wollte ich nämlich haben. Ende letzten Jahres schon. Und dann war das Problem, dass ich den nicht kaufen konnte. Und dann war der aus dem Netz rausgenommen. Ich dachte so, ja scheiße, ne? Aber dann war er wieder reingestellt worden, war nicht verkauft worden und glücklicherweise konnte ich ihn ein halbes Jahr später doch noch kaufen. Da bin ich ganz stolz drauf. Und ja, ich habe gedacht, ich mache mal ein Projekt dazu. Eigentlich ja, sollte das eigentlich nur ein Alltagsauto werden und Familienauto, aber als Lackierer kann man das ja nicht alles so lassen. So, auf jeden Fall war eigentlich schon einiges gemacht, also der Top-Zustand, neuer Motor drin, neues 2-Meißenschwunger, neue Turbolader und alles um allen Pipapo und so weiter. Das erste, was jetzt gekommen ist, heute sind neue Felgen gekommen. Die waren eigentlich schicke 20 Zoll Signia Felgen drauf, die ich aber runtergeschmissen habe, wo man denkt so, ja, warum schmeißt du die denn runter? Das sah schon echt verdammt geil aus. Das Problem war einfach, die Insignia-Felgen haben einen anderen Lochkreis, 5x120, ja, der 5x110. Und jetzt ist es so dann gewesen, er musste auf Adapterplatten fahren, hat es nicht eingetragen. Da habe ich gedacht, so, ja, ist ja kein Problem, einzutragen, musste bei Opel eben das Gutachten von den Felgen und dann einzeln mal eintragen lassen. Ja, denkst du. Das war dann hin und her gelaufen, ich habe Opel direkt angefragt, haben die gesagt, ich soll mich beim TÜV melden, wo ich gedacht habe, so, okay, gut, wenn die das sagen. Da haben die beim TÜV gesagt, ich soll mich bei Opel melden. Und dann haben die bei Opel, hat mich dann einer von der oberen Liga angeschrieben, dass sie nichts auf der Datenbank zu diesen Fällen haben. Also kein Gutachten zu den Fällen, was ich irgendwie doch schon ziemlich bitter finde eigentlich. Weil eigentlich sollte jede Felge, die ein Werk am Werk baut, eigentlich ein Gutachten für haben oder sonst was. Und da habe ich gedacht, so, ach scheiß drauf. Felgen verkauft, neue Felgen bestellt. Und sie sind heute versichtlich gekommen. Und die werde ich jetzt auch erstmal auspacken. So. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich habe die noch nie in Real Life gesehen. Ich glaube, die kennt auch kaum einer dieses Felgen. Dotsfelgen, klar, kennt jeder den Hersteller. Allein schon mit Liebhauskrieg, dachte ich auch schon. Das sind die Felgen. Und ich glaube, die kommen schon verdammt geil Felgen auf dem OPC. Ja, ich werde jetzt gleich die Felgen einladen, dann werden die halt zum Kumpel gebracht. Jetzt zieht ihr alle auch die Reifen auf. Ja. Und somit sehen wir uns dann das nächste Mal. So, es geht weiter in Sachen Vectra OPC. Die Felgen sind jetzt drauf montiert. Werde ich aber noch nicht zeigen, weil vorher werden wir andere Sachen zeigen, die wir als Projekt hier haben. Zum Beispiel diese Kanzler DTM Edition. Seit 2 Jahren in meinem Besitz. Einiges dazu machen, seit über einem Jahr steht der. Werde ich mehr zu zeigen, wenn wir soweit sind. Da gab es echt eine Menge Ärger. Warum und wie weshalb? Das liegt nicht speziell am Wagen, weshalb es so viel Ärger hat, sondern eher wegen irgendwelchen Personen und Firmen und bla bla bla. So, weiter im Text, also da kommt einiges noch. Weiter im Text, die laufen ja ein bisschen rum. Yeah. So. Ich mag das Auto, wie es hier steht, gar nicht so zeigen. Kompressorstörung ist behoben. Der Calibra Turbo, also ich glaube, ich habe hier Golf 2 stehen, ist nicht meiner, ist Kundenfahrzeug und Freund, muss hier zwischengestellt werden, wird aber ein geiles Projekt, der wird echt sexy, auch eine sexy Farbe bekommt der.
ob ich da zu viel sagen und aufnehmen kann, irgendwie sowas als Projekt, weiß ich nicht, ich muss ihn unbedingt abklären. Aber das hier ist ein Projekt, da hänge ich schon eine ganze Weile bei und ich komme nicht dazu, weil mir einfach der Platz fehlt und ich mag da auch nicht so viel zeigen. Kaliber Turbo Projekt, Breitbau, bla bla bla. Weiter geht's. Da vorne seht ihr etwas rausgucken. Das ist ein Audi V8, der mein Kumpel gehört. Auch ein Projektauto, wo auch ein bisschen schon gemacht ist. Passiert noch einiges. Muss ich ihn auch fragen. Aber es sind Sachen, die können alles können wir. Auf jeden Fall meine Calibras kommt als Projekt auf jeden Fall. Audi V8 gucken wir, muss ich mich abklären als Projektvideo. Aber eine Sache, die muss ich euch an dem V8 zeigen. Das muss ich euch zeigen, das mache ich jetzt auch ohne Erlaubnis. Das ist etwas, was vielleicht einige Audi V8-Fahrer stören würden. Oder Manta-Fahrer. Denn ich war im Besitz eines Mantas, haben noch einige Teile übrig gehabt. So. Und jeder weiß, wie der Manta B hintenrum aufgebaut ist. Der wird nicht so breit, der ging hinten so ein bisschen eng zu, wenn man das Heck vor Augen hat. Während der Audi V8 wiederum, wie hat Dennis ihn genannt? Weiß ich nicht. Fette Mama, glaube ich, ne? Fette Mama. Fette Mama. Ist ja ziemlich kantig und breit und so ein Kram. Aber das glaubt ihr nie. Wir haben gedacht, das passt nicht. Wir haben es einfach getestet. Diese Theke hier ist tatsächlich ein Manta B GSI Heckspoiler. Und der passt hier so plug and play ran, auch von der Breite, auch wenn es nicht zu lang ist, weil man denkt echt, der Manta ist wesentlich schmaler, gerade am Heck rum, weil der so zugeht, während der V8 ja ziemlich einen klaren Strich macht und auch viel breiter wirkt. Aber tatsächlich passt der ziemlich gut. Echt gut, wenn man eben so, müsste man hier bearbeiten. Aber das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen darf. Ich muss das alles eben eigentlich abklären. So, kommen wir zum Vectra. Die sind verdammt sexy. Also ich finde sie verdammt sexy, sie kommen verdammt geil. Und dazu kommt, dass die Felgen tatsächlich sogar eine ABE haben. Schon verdammt sexy. Ich finde die verdammt sexy, die Felgen. Die passen verdammt gut. Mal gemein. Also da wird jetzt auch noch einiges passieren. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Letztes Jahr einen neuen Motor bekommen. Also Vorbesitzer, wir haben ja erst seit etwas über einen Monat. Anderthalb Monate ungefähr. Zeit vergeht schnell. Ja, auf jeden Fall verliebe ich mich jeden Tag mehr in dieses Auto. Und der Vorbesitzer hat echt eigentlich, also der hat einen neuen Motor, einen neuen Turbolader reingesetzt mit neues 2-Massen-Sprungrad, verstärkte Kupplung, 3 Zoll Anlage von Friedrich Motorsport ab Turbo und EDS Phase 2 soll er drauf haben. EDS Phase 2, er konnte nicht genau sagen, wie viel Leistung, er hat vermutlich um die 550 Newtonmeter. Wir haben ihn tatsächlich auf den Prüfstand genommen. Das überraschende Ergebnis war erniedrigende 286 PS erstmal. Ne? Da denkst du, ohne Optimierung gemessen. Ja, nee, war gar nicht so. Das Problem war eigentlich hauptsächlich, es waren in der Halle 33 Grad und man hatte keine Zusatzbelüftung, gar nichts. Der lief komplett bei 33 Grad vollstehender Hitze. Ich zeige euch mal das Diagramm, ich muss einiges zu erklären. Wir haben tatsächlich 285,6 PS in der besten Messung bei 470 Newtonmeter Drehmoment. 470 Newtonmeter, also original 355, das ist schon beachtlich. Das Lustige ist aber eher das Kurvendiagramm. Das Drehmoment geht echt steil quer nach oben, während die Leistung so hoch geht und dann bleibt und dann wieder abfällt. Vermutung war davon echt, ja klar, ist hitzebedingt. Vermutung liegt aber echt bei 310 PS. Warum der dieses Kurvenknickdiagramm macht, liegt daran, dass der ein Soft-Turbo hat. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Soft-Turbo ist. Ein Soft-Turbo sind Turbolader, die so gebaut werden, dass die nicht sehr viel Leistung erbringen können und auch nicht sehr viel Drehmoment. Also Drehmoment schon, aber erst ab vorne rein. Obenrum fällt er dann weg. Das ist das Problem. Und es ist der Vectra OPC soll sehr schwer sein, ab einem bestimmten Drehzahl, ab 4500 Umdrehungen, das zu halten, wegen diesem Soft-Turbo bei Phase 1 und 2. Aber was da drüber ist, anderen Lader, würde ich jetzt sagen. So, das ist der Grund, weshalb wir hier, man merkt es so bei 250, 260 km/h ist man dann da, bei dem Punkt im sechsten Gang. Und dann merkt man auch, wie er sich da ein bisschen mehr quält, weil du merkst diese Leistung zu weit. Und die Leistung von allgemein vom PS, das ist hier Drehmoment hier. Der obere Lauflinie, das hier ist PS, du merkst, wie er abfällt. Und das ist schon klar Kühlung, wahrscheinlich größer Ladekühler, ja, wahrscheinlich auch wegen des
Softturbos. Es ist, soll echt schwer zu programmieren sein bei dem Vectro-PC. Aber das ist Sachen, die könnte man, gucken wir noch nach. Wir wissen auch nicht, wie viel Ladedruck er überhaupt fährt. Vermuten wir aber bei 310 PS und auf jeden Fall über 500 Newtonmeter. Wenn der richtig kühlt, vielleicht mit größeren Nahluftkühler und so weiter. Das sind Sachen, die kommen aber wahrscheinlich noch. Weiß man noch nicht. Gucken. Als nächstes kommt hier aber erstmal Lack dran. Ich werde ihn neu lackieren. Was für eine Farbe es wird, werde ich noch nicht sagen. Das wird übernächste Woche passieren. Und ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen auf Teil 2 des OPCs-Projektes.